Friends, Michael Buchinger hier. Ich habe heute zwei Gäste hier, nämlich Anna und Mona. Und oh, wir dachten uns, wenn wir schon so lustig zusammenkommen, dann machen wir das, was wir am besten können. Leute verarschen. Prank Calls. Oh yeah. Anna und ich haben euch gebeten, dass ihr uns eure Nummern schickt und ihr habt es einfach so getan, ohne zu wissen, dass wir euch pranken werden. Legen wir los! Legen wir los! Guten Tag, spreche ich mit einer Frau Jana. Ja, hallo Michi. Ach. Bist du voll am Pranken? Ja, ich bin am Pranken, aber wieso wusstest du, dass ich es bin? Man erkennt deine Stimme sofort. So. Hab ich dir gesagt? Mist. Aber irgendwas musst du mit deiner Stimme machen. Also das funktioniert. Hallo? Hallo, Uschi von der Wäscherei. Sie waren letzte Woche bei uns und haben eine ganze Wäsche voller Unterhosen vergessen. Sind sehr dreckig, wollen nicht zurückschicken. Können Sie persönlich abholen? Natürlich. Ja? Natürlich. Also ich frage mich schon, was Sie mit Ihren Unterhosen aufführen. Natürlich. Manfred, was sagst du dazu? Naja, sowas habe ich in meinem Laptop noch nicht gesehen. Die ganzen dreckigen Unterwäsche liegen da schon seit einer Woche bei uns im Auto. Ich frage mich, ich meine, bin ich da größer? Ich glaube nicht. Es kostet Geld. Ja, wenn Sie gleich einen 1000-Euro-Schein mitbieten will, müssen wir ganz schön Waschsalon reinigen wegen Ihrer Dreck. Dreckig alles! Also alles, was Sie sagen können, ist türlich. Ich komme da gleich mit türlich. Piep, piep, piep. Die Sophie kriegt jetzt einen Anruf von der Mona. Sie hat es nicht anders verdient. Sag hallo, ich bin der Michi Buchinger. Wenn sie halt. Hallo? Ich bin der Michi Buchinger. Mona? Wieso was? Wusstest du es? Ich habe es beide auf Facebook gepostet. Das ist mir ja keine Ahnung. Ja, ich habe nicht gewusst, dass du so clever bist, Sophie. Ja, ich bin clever. Na super, finde ich toll. Die Anna hat auch was für dich. Hi Sophie. Sorry für den Prank. Jedenfalls, sie haben ihre Pflanzen beim Supermarkt vergessen. Beim Bilder in Rose. Das ist dann nur drauf zu machen. Dann noch viel Kraft. Viel Glück und viel Segen danke. Auf all deinen Wegen. Okay. Ihr seid beide voll toll und ihr macht mein Leben viel besser. Danke schön. Oh, danke schön. Du bist auch toll. Ich wäre jetzt voll dafür, dass der Michi jetzt mal den Marco anruft. Okay. Also der Marco ist ein riesengroßer Jennifer Lawrence Fan. Und falls ihr mir auf Snapchat folgt, ich habe vor kurzem etwas gepostet, wo ich sein Zimmer hergezeigt habe. Und da hat man gesehen, dass er eine lebensechte Jennifer Lawrence Figur neben seinem Bett stehen hat. Und wir haben uns gedacht, wir pranken ihn deswegen mal ein bisschen. Okay. So, Sie kriegen noch 1000 Prankies, irgendwas. Wir gehen nach. Und freuen sie sich. Könnte deine Tochter sein, hat? Könnte meine Tochter sein, wirklich. Sommer? Guten Tag, Herr Sommer. Spreche ich mit Sommer? Hallo. Okay. Ich habe gehört, Sie sind ein großer Fan von Jennifer Lawrence. Und hier ist mein Name Hofbauer von der Firma Universal. Und wir haben da einen einmaligen Angebot für Sie. Nächste Woche kommt der Jennifer Lawrence zu uns und wir möchten Sie, dass sie sie trifft. Ist das nicht super? Aber zumindest hat er mich nicht erkannt. Und er wusste nicht, dass ich es bin. Aber ich bin immer so in dieses Niederländische abgedriftet. Ich muss so lachen müssen. Du wirst einfach so, sobald du den Namen sagst, von Universal.
Dann möchten sie, dass sie sie trifft. Ich bin so schlecht in sowas. Ich glaube, die nächste Person, die du prankst, da könntest du ja einen Ausschnitt eines Buches vorlesen. Mhm. Ja, Mona hat dieses tolle Buch ausgewählt, The Beauty Detox Solution, mit dieser Frau, die hier so den Apfel liegen hat. Was soll das heißen? Die wachsen einen Apfel aus dem Rücken, wenn sie das macht? Genau, ja, dieses, diese unrealistischen Schönheitsstandards, wirklich. Ja, welcome! I am just thrilled and honored that I get to share this journey with you as you are. Fruit is healthy! No, fruit has too much sugar. Be sure to count fat grams. And where do we turn for the answers? Well, you can discover your ultimate health and beauty whether you're vegan, vegetarian, raw foodist, pescatarian, or regardless of lifestyle, budget, or personal tastes. Okay, danke schön. Die war lustig, oder? Mona? Yes. War das lustig jetzt? Nein. Yes. Hallo Tommy, das ist Uschi von Cosmo Cosmic Productions. Ich hätte ein Jobangebot für Sie. Ich habe letztens Ihren YouTube-Channel gefunden und war total überzeugt davon. Und zwar geht es darum, dass wir 101 Dalmatiner nachdrehen. Und zwar, wir hätten da gerne Menschen dafür, also keine Hunde. Allerdings müssten Sie schon in ein Hundekostüm schlüpfen. Wären Sie da offen dafür grundsätzlich? Ich meine, Sie müssten auch manchmal also an einen Hydranten pinkeln. Vielleicht haben Sie diesen Move schon drauf. Das wäre auf jeden Fall sehr toll für uns. Hört, wir sind noch nicht zum Lachen da. Ja, also sie müssten dann halt auch wie ein Hund sich benehmen und ich hoffe, sie haben nichts dagegen, mal ein bisschen grausliches, weiß ich nicht, After eines anderen Hundes zu lecken. Es ist halt so an der Tagesordnung von Hunden. Ist das für Sie grundsätzlich ein Problem oder sind Sie da offen dafür? Nee, grundsätzlich bin ich offen. Ich meine, ich bin ein YouTuber, da mache ich doch prinzipiell alles. Stimmt, ja, YouTuber sind eigentlich für jeden Blödsinn zu haben. Deswegen haben wir auch bei Ihnen angerufen. Prank! Weißt du, wer wir sind? Ich bin es, dein Freund Michi Buchinger. Und ich weiß, die Person. Das war nicht gut. Tja, ich habe meine Stimme verstellt. Aber du planst ja auch einen Wien-Urlaub. Ja, wenn wir den Film drehen, auf jeden Fall, ne? Dann kommt er ja nach Wien. Meine Kollegin hat sich wieder eingeschaltet. Ja, also wenn wir den Film drehen, dann müsstest du schon nach Wien kommen. Das ist dir schon klar, oder? Ja, natürlich. Aber ich bin, wie gesagt, auch gut. Na nix, nix. Du übernimmst die Kosten. Ja, aber Hunde werden doch grundsätzlich dann immer so eingesperrt, oder? Bei dem Transfer. Wir müssten dann noch ein bisschen ein paar Impfungen unternehmen und dann kommen sie in so einen Hundezwinger. Nach 2 Wochen können wir dann mit den Dreharbeiten beginnen. Oh, Tommy. Ich bin auch gewohnt, in Zwinger gesperrt zu werden. Ja? Hallo, Sie haben Ihre Legging beim Supermarkt vergessen. Guten Tag, hier mein Name ist Buongiorno von Ristorante Pizza. Frank, ich bin's, Michi Buchinger. Und okay, Anna. So klein ist die Welt. So klein ist die Welt, wer hätte das gedacht? Ich hab dich gerade angespuckt. Sorry. Macht nix. Okay, wow, wir hatten Spaß. Wie war's für euch? Tschüss. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich war sehr am Zittern. So viel Spaß mit diesen beiden. Wir haben auch ein ziemlich lustiges Video mit Mona und Anna auf Annas Kanal gemacht. Was haben wir getan? Wir haben die 7-Sekunden-Challenge gemacht. Die Mona hat uns ein paar Aufgaben gegeben, die wir machen mussten innerhalb von 7 Sekunden. Und es ist sehr hektisch und sehr lustig geworden, gell? Es war sehr witzig. Oh,
Au. Au. Ja, ich muss nicht viel zu sagen. Also schaut auf jeden Fall bei Anna dabei. Bei Anna dabei. Anna dabei. Egal. Bei Anna ist es ja immer ein Hit. Und mit diesen netten Worten möchte ich euch jetzt verlassen. Ich hatte Spaß mit euch beiden. Mona ist einfach schon ausgeklinkt. Na dann, einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Super. Was für ein Tag.